Liebe Freunde, heute bei uns zu Gast im Rockpalast die Nina Hagen Band. Probleme? Plastik. Einen recht schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie wirklich recht herzlich zu unserem heutigen Fernsehprogramm und wünschen Ihnen einen recht guten Empfang.
offenes Fenster präsentiert. Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und paar Auspuffrohr knattern nach. Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Seh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stock, verknackste Sehne, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt. Und ich du einfach weiter flennen. Die Nina Hagen Band ist heute zu Gast im Rockpalast. Wir zeigen Ausschnitte aus einem Konzert, das wir im Dezember in der Westfalenhalle in Dortmund aufgenommen haben. Nina ist heute 22 Jahre alt, sie stammt aus der DDR, lebt seit etwa 2 Jahren in West-Berlin und hat gerade eine sehr gut besuchte Deutschland-Tournee absolviert. Inzwischen gilt sie als die beste Frau des deutschen Rock und Roll. Im Gegensatz zu anderen deutschen Gruppen hat die Nina Hagen Band sehr viel Zeit zur Vorbereitung gehabt. Sie haben über ein halbes Jahr geprobt. Ihre erste Platte konnten sie ohne Zeitdruck aufnehmen und zusammenstellen. Das musikalische Konzept der Nina Hagen Band heißt Deutscher Rock von 1978. Die Band selbst drückt das häufig so aus: Rockmusik, die nach vorne losgeht. Das sind dann auf der einen Seite die Texte von Nina Hagen, die unter anderem wegen ihrer Herkunft die deutsche Sprache mit einem Selbstverständnis benutzt, das die meisten deutschen Stückeschreiber einfach vergessen haben. Nina kommt aus der DDR, wo Rockmusik mit deutschen Texten ganz normal ist. Und Zeilen wie "Ich sagte sorry, ich heiße Rosi", "Er sagte Rosi, Sie gefallen mir so sie", das haut einfach hin und zeigt, es geht auch in Deutsch.
Auf der anderen Seite ist dann die Musik, die überwiegend von den Männern der Nina Hagen Band geschrieben wird, und sowohl die technische Perfektion der amerikanischen wie die lebendige und aggressive Musik der englischen Gruppen der neuen Generation berücksichtigt. Aber es wird, und das ist eben die Qualität der Nina Hagen Band, nicht nachgespielt, sondern es entsteht etwas Eigenes. Bei Live-Konzerten kommt dann noch die optische Dimension dazu, eine richtige Opulenz. Es macht sehr großen Spaß zuzugucken. Nina Hagen ist der absolute Mittelpunkt. Sie zeigt tatsächlich eine erstaunliche Stimmbandbreite und trägt außer einem schwarzen Trikot noch allerhand Firlefanz. Den Inhalt ihrer Songs setzt sie schauspielerisch, kompromisslos und konsequent um. Hier noch die Besetzung der Nina Hagen Band beim Rockpalastkonzert. Das ist Manfred Präger, Bass und Gesang, Reinhold Heil, Tasten und Gesang, Herwig Mitteregger, Schlagzeug, Bernhard Potschka, Gitarre und Gesang und natürlich Nina Hagen, Gesang. Wir machen jetzt weiter im Konzert. Ich muss dringend zum Arzt. Recht schönen guten Tag, Herr Doktor. So, da bin ich wieder. Ich wollte Sie fragen, wie das mit meinem Froschtest ausgegangen ist. Frau Hagen, eine große Überraschung für Sie. Positiv. Oh, was bedeutet das? Sie sind schwanger. Kleine Kinder, nein, 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 weil ich meine Pflicht als Frau erfüll. Für wen? Für dich? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich hab keine Pflicht. Als es vorbei war, ging's mir zum Kotzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Und überhaupt, Mann, ich hab mir keine kleinen Kinder an. Nee, 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 nein, weil ich meine Pflicht als Frau erfüll. Für wen? Für dich? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne, sie wohnt in Ruhe. Da war es wahr, vor dem Schreien. Muss ich mich erstmal selbst befreien? Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich. Fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich.
Es ist heiß. Es ist sehr heiß. Wir befinden uns nunmehr ganz woanders, nämlich auf dem Friedhof.
Wir beißen in weiße Hälse, bis sie bluten, bis sie bluten. Und wir saufen die Kandidaten über den Haufen, über den Haufen. Ich habe auch eine Freundin. Ja. Die ist 15. Die singt in London in einer Damenkapelle. Die nennen sich The Slits. Und die heißt Ariane. Wie gesagt, 15. Und ich habe mich in sie verknallt. Thank you.
Lederschuhe, deine zerfetzten Rubberstockings, dein Minirock aus Einkaufsnetz, dein Schlüpper mit der Queen von London raus. Meine Kopf, die Einhornisse. Deine Filzhaare waren gespickt mit Eiskrispies. Dein Lied, deine Worte, wow. Rock'n'Roll-Operette, Rock'n'Roll-Operette, Rock'n'Roll-Operette. Au! Blond, ob schwarz, ob braun, ich liebe alle Frauen. Jetzt kommt das allerletzte, was es überhaupt gibt. Punk. 1, 2, 3, 4. Die Mädchen sind die sexy Babys. Sie sind die Mutter für den Stau.
Oh,